Krippenverein Bruck hat sich in den letzten Jahren weit über den Pinzgau hinaus einen Namen gemacht. Dementsprechend begehrt sind jedes Jahr aufs Neue die Plätze im Krippenbaukurs, der auch heuer wieder voll ausgebucht ist. Wir haben heuer wieder einen Krippenkurs mit 16 Erwachsenen und 15 Kindern. Wir sind total froh, dass wir so einen regen Zulauf haben. Wie üblich fangen wir im September, wenn die Schule anfängt, fangen wir mit unserem Kurs wieder an. Und es ist natürlich super, wenn so viele Leute kommen, einen Kurs machen, dann können wir natürlich eine Ausstellung auch machen. Wir haben heuer wieder die Ausstellung von 8. bis 10. Dezember im Vorsaal und es ist sicherlich wieder total eine feste Geschichte. Wir freuen uns, wenn die Leute wieder vorbeischauen. Auf der Krippenausstellung 2017 wird es wieder viele tolle Stücke zu bestaunen geben, darunter gut 40 ganz neue Krippen, sowie viele weitere Meisterwerke der letzten Jahre und nicht zu vergessen natürlich die Kirchenkrippe sowie die imposante Dorfkrippe. Damit am 8. Dezember dann auch alles fertig ist, wurde wieder fleißig gearbeitet. Meine Idee war das reine Wurzelkrippen, weil vor 2 Jahren habe ich auch Wurzelkrippen gemacht und der hat meinen Familie so gut gefallen und das ist für ihn jetzt für ihn ein Weihnachtsgeschenk. Was passiert jetzt alles noch? Was musst du alles noch machen? Jetzt wird da noch ein bisschen was, da kommt das Heu rein. Ich mache noch ein paar Hilfen, da habe ich schon 2. Und da oben noch ein bisschen Moosig. Und dass die Bergkette gerne ein bisschen dazu angeschnitten sein. Resi Rehbichler fährt 2-mal in der Woche von Bad Gastein zum Krippenbaukurs nach Bruck. Andere Teilnehmer kommen aus Schwarzach, Großaal, Rauris, Bramberg oder auch Saalfelden. Und das alleine zeigt schon, dass sich die Qualität der Brucker Krippenbauer längst weit herumgesprochen hat. Ja, uns geht es sehr gut heuer. Das ist heuer wieder, glaube ich, einer der besten Kurse, was wir jemals gehabt haben. Wir haben wieder ein super Team benannt. Und vor allem, was heuer so lässig ist, dass wir so viele Junge dabei haben. Wenn man die junge Dirndl da hinten anschaut, das ist einfach der Traum. Wenn die wieder zum Krippenbau kommen, ist einfach für uns einfach genial. Um den Nachwuchs muss man sich beim Krippenverein Bruck derzeit keine Sorgen machen. Ist doch auch der Kinderkurs mit 15 Teilnehmern voll ausgebucht. Kinder ist gewaltig am Laufen, das haben wir voriges Jahr das erste Mal angefangen. Und das ergibt sich ja so, dass die da 4 Stunden da sind, in 5 Samstagen jetzt. Und das nicht einmal Zeit haben, sind die Außen oder sind dann Limo trinken, weil die sind mit so einer Begeisterung dabei, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist das Höchste, was ich überhaupt gibt. Jene Kinder, die heuer bereits zum 2. Mal dabei sind, bauen diesmal eine orientalische Krippe in einem getöpferten Krug, während die Neulinge sich an einer ländlichen Laternenkrippe versuchen dürfen. Bei den Erwachsenen liegt der Schwerpunkt einmal mehr auf enorm aufwendigen Altholzkrippen, dem Markenzeichen vom Krippenverein Bruck. Ich muss sagen, ich fahre viel mit um. Bei Ausstellungen auch, bei anderen Vereinen natürlich, die auch zu uns kommen. Und wir haben einen ganz eigenen Stil, muss ich sagen. Hat eigentlich jeder Krippenverein seinen eigenen, aber ich muss sagen, ich bin einfach begeistert von den Altholz und das haben nicht viel. Die meisten dann halt malen, wunderbarst, gibt es überhaupt nichts. Aber ich bin einfach ein totaler Fan von den Altholz, von den Schindeln und wir haben uns jetzt eigentlich im Verein so gekriegt, dass eigentlich fast nur mehr mit dem gebaut wird. Und das ist eigentlich unsere Spezialität. Welche Meisterwerke auch heuer wieder im Brucker Krippenbaukurs entstanden sind, davon kann sich jeder Interessierte bei der großen Ausstellung von 8. bis 10. Dezember im Pfarrhof selbst überzeugen. Umrahmt wird die Veranstaltung wieder von Auftritten diverser Musikgruppen sowie der Dresdner und natürlich dem gemütlichen Brucker Adventmarkt.